Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einer weiteren Standardfolge. Und zwar wollte ich mal kurz mal gucken, was in dem Versus-Modus gerade so los ist. Und dann habe ich gesehen, oh, neuer Versus-Leiter ist ja schon da. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Zeit oder so. Naja, aber okay. Proto-Groudon EX mit alte Karten. Okay. Einen kann ich noch gebrauchen. Einen kann ich auf jeden Fall noch gebrauchen. Okay. Das heißt, den muss ich noch holen. Und was gucken wir? Was kriegen wir denn hier? Oh, Conny. Conny ist auch geil. Ah, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. 18 Tage. Ah, das ist schon wieder ein paar Tage her. Gut. Aber Gubnio, ich weiß nicht, ob man das noch richtig gesprochen hat, hat mir ein Deckliste mir gegeben per Discord-Privatnachricht. Und ich denke mal, das werden wir heute mal spielen. Wir gehen unter Deckmanager. Ich werde es jetzt auch hier bauen. Soll ein Standarddeck sein. Spiel das Deck gerade gerne im Standardformat. Würde mich freuen, wenn du das auch mal spielst. Okay, den Wunsch erfülle ich dir. So, wer natürlich Bock auf TCG hat, kann ja gerne liken und Kommentare. Kommentare werden eigentlich mehr gerankt als Likes. Aber ja, es würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei sein wollt. Dann lasst es mich wissen. Per Kommentare und wer natürlich auch Deckliste hat, kann man sich leicht erstellen. Ich zeig euch das gleich. Ich muss mal gucken, ob ich tatsächlich mittlerweile die Decklisten im Kommentarfeld, glaube ich, hinterlassen werde oder in der Videobeschreibung. Aber ich glaube in der Kommentarsektion. Leider gibt es nicht so wie bei Hearthstone, man kann den Code, man könnte, man ist leider nicht so, dass man einen Code kopiert und einfügt und dann baut sich das Deck so zusammen, wo man die Karten hat. Leider gibt es das nicht. Man kann aber dementsprechend den Deckliste trotzdem kopieren und das hat er tatsächlich getan. Ich werde es hoffentlich auch mit diesem Deck tun und werde es auch gleich zeigen, wo es eigentlich sein soll. Machen wir jetzt erstmal so: Pokémon. Wir haben hier einmal Ditto. Man sollte auch Ditto richtig schreiben. Ditto habe ich. Und zwar werdet ihr dann auch sehen: In der Deckliste stehen immer so merkwürdige Buchstaben hinter denen. Das sind nämlich die Erweiterungen. Die sind leider auf Englisch. Das heißt, da müsst ihr mal gucken, was es ist. Ich muss gerade mal selbst gucken. Das ist das Ditto auf jeden Fall. Dahinter steht nämlich die Zahl 154 und LOT und LOT ist. Echo des Donners. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Englisch heißt. Ja. Da müsst ihr einfach in der Poké-Wiki gehen. Dann passt das. So, dann haben wir einmal aus Burning Shadows Alola Slimer. Paar Alola-Sachen sind drin. Alola Slimer. Das soll das hier sein. Einmal. Und davon Slimog, aber aus Sam, also aus. Moment, was ist das jetzt? 58, das ist das hier. Aus Sun and Moon. Okay, Sam ist Sun and Moon. Und das ist das hier. Dementsprechend könnt ihr natürlich das dann so handhaben, wie ihr haben wollt. Davon kommen zwei rein.
Okay, ich habe noch keine Ahnung, wie das Deck aufgebaut ist. Ich baue es jetzt einfach nur hier nach, wie es hier steht. So, dann haben wir Alola Vulpix, Alola Xandan. Alola Xandan ist Grie. Das müsste das hier sein. Davon haben wir zwei. Und Xandan ebenfalls Grie 19. Ich baue es mal exakt nach. So, das ist nämlich. Und Vulpix ist Grie. Ich weiß gerade nicht, ich kenne die ganzen englischen Namen nicht. Das finde ich ein bisschen doof gemacht, aber man. Stunde des Wächters. Ich gehe jetzt einfach mal nach den Zahlen. Vulpix 21. Das müsste dann hier Grie. Grie ist quasi das hier. Also Lichtsignal. Davon zwei. Und aus Burning Shadows Alola Volnona. Das müsste dann klare Barriere sein. Genau. Okay, ein Anti-GX-Deck, wie es aussieht. Okay. Dann fehlt noch Alola Knogger. Und zwar Alola Knogger aus Flea. Das müsste dann. Warte, warte. Wir machen das mal anders. Ich öffne die Poke-Wiki jetzt mal. Sammelkartenspiel online. Erweiterung, also Echo des Enders. So. Sonst komme ich hier durcheinander. Bisschen größer ziehen. Das wird ein bisschen länger dauern, das Deck zu bauen. Was haben wir denn hier? Warte mal, bei Knorr. Alola Knogger. Flee, flee, flee. Forbidden Lights, okay. Forbidden Lights, das heißt Grauen der Lichtfinsternis. Das müsste das hier sein, Limbo Limbo, oder? Ja, die Nummer 12. Davon brauche ich 4, ich habe exakt 4. Okay, 1, 2, 3, 4 und dann halt dementsprechend das Tragosso. Viermal. Okay. Ich muss mir das gleich mal angucken. So, 20 Pokémon. Jetzt haben wir es. Dann gehen wir direkt mal zur Energie. Wasserenergie hat er aus X und Y genommen, aber das ist eigentlich dementsprechend völlig egal, glaube ich. Weil ein Standard eigentlich fast jede Energie anders aussieht. So, er hat davon 6. Dann nehmen wir mal die hier. Und viermal doppelfarblose. Okay. So, denn zu den Trainern kommen wir jetzt. Professor Lind. Lind. Zweimal. Nehme ich einfach mal, dass es schöner aussieht. Rettungstrager. Zweimal. Einen Superball. Einen Superball. Okay. Dann nehmen wir noch die vier mal Hyperbälle mit. Ich nehme mal die mit. Vier mal Hyperbälle, dann zwei Nestbälle. Und das war's mit Nestbälle. Okay. Oh, ich habe nicht dreimal Schreien der Bestrafung. Das ist ein Problem. Ich habe nicht dreimal Schreien. Da kann ich mit nicht mit dienen. Deswegen nehme ich zweimal Plätscherhügel mit. Damit ich das spielen kann.
Ich muss es ja, also ich kann gleich mal gucken, ob ich noch einen Schrein kriege, aber ich glaube nicht, weil die Schweine teuer sind. So zweimal Walband. So, dann Nachahmerin Cynthia Bromley. Viermal Cynthia. Dreimal Bromley und Nachahmerin sind es zweimal. N hier. Zweimal Nachahmerin. Zwei Richter. Nehmen wir den hier. Und Energielotterie. Energie. Lotterie. So, dann schauen wir uns das Deck mal an. Also, ich habe noch keine Ahnung, wie es gespielt werden soll. Auf jeden Fall ist es ein GX-Konter. Karten ziehen, Limbo Limbo und Alola Club. Okay. Es scheint wohl eher auf Alola Club zu gehen, wie es aussieht. So, was haben wir denn hier? Jedes Basispunkt im Spiel auf der Hand jedes Spielers im Ablagestapel jedes Mal hat keine Fähigkeiten. Ich glaube, das ist das Einzige, was dieses Slimog ist. Es ist einfach nur ein Supporter. Okay. Dementsprechend klare Barriere. Alola Club. Ein neues Alola Club Deck. Ist nicht verkehrt. Okay, damit kann ich leben. Ich denke mal, es geht darauf hinaus und das heißt, die Fähigkeit werden unterdrückt. Das einzige Nachteil ist, wenn ich Chemiekraft habe, ist das hier auch weg. Die Universalentwicklung. Okay. Das heißt, ich muss Ditto Feuer oder Ditto muss ich dann in Slimog verwandeln. Das ist sehr, sehr wichtig eigentlich. Ansonsten GX-Konter. Ich guck gleich mal, ob ich noch einen Schrein kriege. Was hat es denn für eine Nummer? 143. Aber ich glaube nicht. Aber wir werden trotzdem es spielen. Wir werden das Ganze jetzt mal abspeichern. Speichern. Wir nehmen Alola Bindestrich Club. Gui Benio. Nein, das so rum. Ja, keine Ahnung, ich nehme jetzt hier irgendwas an Sachen. Dann nehmen wir hier ein Feuer. Feuer und Kartenhülle. Nehmen wir das mit den ganz vielen Elementen. So, dann einmal markieren, tauschen und wir haben jetzt schon fast 15 Minuten dafür vergeudet. Aber okay, das gehört halt dazu, ne? Deck bauen etc. Wer natürlich auch sowas gerne macht, kann mir gerne auch ein Ding zu schreiben oder mit einem Hashtag Decklist dann auch in den Kommentaren hinterlassen, wer es gerne möchte. Öffentlich Angebote. Das habe ich schon vergessen, das war hier Grauen der Lichtfinsternis, oder? 143. War das Schrein? Energieaufbereitung. Oh. Wir machen das mal anders. Wir übernehmen und schreiben einfach mal Schrein rein. Haha, das hat sich gereimt. So, Schrein der Bestrafung. Da haben wir das doch. 143 von das da. Die Nummer war Fall war. Ah, Sturm am Firmament. Okay. Nein, nicht zurücksetzen. So, übernehmen. So.
Gibt es irgendwie Angebote? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Die wollen alle schreien, aber ich bekomme keinen Schrein. Wenn dann für viel, viel Geld, wie es aussieht. Ja, sag ich doch. Es funktioniert einfach nicht. Warte mal, ich erhalte den Schrein und das wird auch nicht besser. Das heißt, drei Schreine. Das wird nix. Und dann auch noch Reverse, okay. Ja, Schrein zu bekommen ist nicht einfach. Ich muss irgendwann mal einfach mal hoffen, dass ich davon mal wieder eins ziehe. Das heißt, Sturm am Firmament muss ich mir auch mal dann irgendwann mal irgendwie gucken, dass ich mir vielleicht mal paar Codes mir wieder ergatze oder so. Mal gucken, wie es im nächsten Monat mit Geld aussieht. Ja, aber fürs Erste spielen wir das jetzt erstmal und ich hoffe, es ist okay für dich, wenn du es zuschaust, dass ich jetzt einen Pleasure-Hügel mitgenommen habe. Leider habe ich keine drei schreiende Bestrafung. Ja, es tut mir dann auch leid. Ich kann es nicht exakt 1 zu 1 nachbauen. Aber okay. So, Aloha Club Giubno. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Dann gucken wir mal, wie wir damit klarkommen oder wie ich damit klarkomme. Okay, da ist Kampf und Rache dabei. Das kann ja nur eins wieder bedeuten. Es ist ein Knackrack-Deck. Okay. Ich fange nicht an. Das ist natürlich ein Problem. Ja. Ich glaube, gegen das Knacker-Deck habe ich eigentlich so gut wie keine Chance. Er steigt gleich auf und kann dann auch schon zu Knackrig entwickeln. Walband. Cynthia. Ja, mehr als Energie anlegen können wir eh nicht machen. Da kommt ein Riolo. Nee, ein Knackrack. Interessant. Ich glaube, ich hole mir ein weiteres Dragosso. Und beende meinen Part. Also er kann jetzt entwickeln. Das heißt, ich muss ihn im nächsten Zug auf jeden Fall one-shotten. Da ist schon mal das Riolo. Er macht Aufstieg. Das heißt, ich muss 80 Damage machen. Deswegen brauche ich ein weiteres Alola. Ich brauche vier Alola, ne? Das noch ein. So, ich hoffe mal, ich bekomme noch irgendwas. Oh, nice. Superball. Dann nehmen wir Aloha Vulpix. Und das sollte ausreichen. Sehr schön. Wir können eigentlich. Gewinnen, würde ich mal sagen. Okay, der Gegner gibt auf.
Das freut mich umso mehr. Oh, Stumm am Firmament. Das ist gut, weil ich glaube, hier war das mit den Dingens, ne? Oh, da können wir hoffen auf Schreien. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das war doch Schreien, oder? Das war doch Sturm am Firmament, oder? Meine ich. Das war das hier. Übernehmen. Ja. Ja, Schreien. So. Ich riskiere es jetzt auf mal. Oh, das wäre jetzt geil, wenn wir jetzt einen Schrein kriegen würden. Dann kann ich das Deck wirklich bauen. Sammlung. Und zwar Booster Pack. Und öffnen Sturm am Firmament. Und bekomme keinen Schrein. Ich bekomme kein Schrein. Schade. Okay. Fertig. Aber wisst ihr was? Wir öffnen noch hier Stunde der Wächter. Einfach so, weil wir es gerade können. Hallo Sandan, Costoso. Und ein Zhenlong-Jax. Okay. Okay. Was kann ich damit eigentlich schon? Kann ich damit irgendwas tauschen? Zhenlong. Karten. Ich gebe. Ich gebe. Zhenlong. Achso, das ist bestimmt Rainbow. Okay. Oh, das wäre auch interessant, ne? Das würde ich sofort machen, ganz ehrlich. Also ich gebe einen Zhenlong gegen einen Brutalander. Würde ich doch sofort machen. Okay, was kriege ich hier? Ein Alola Radikal. Ja, okay. Könnte ich vielleicht machen. Tauros habe ich eigentlich schon, aber Alola Radikal. Habe ich auch noch kein Deck gebaut, ne? Wegwerfen ist ziemlich, ist auch sehr interessant. Dampfkessel. Ich glaube, ich würde sogar Radikal nehmen. Fünf Stunden. Ja, guck mal, Sturm am Firmament, ne? Okay. Ich glaube, ich mache das. Ein altes gegen ein neueres GX ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. So, das ist abgeschlossen. Okay. Genug getrödelt. Wir wollen ja noch ein bisschen Kämpfe machen. Und das heißt, nächste Runde. Okay. Münzwurf gewonnen. Na, ich fange mal an. Ich nehme Tragosso. Und wir haben Lind auf der Hand. Und Energie. Und ne. Oh mein Gott, das ist eine sehr gute Starthand. Das heißt, ich hole mir schon mal paar Alola-Lola-Sachen. Ditto ist mir eigentlich nicht so wichtig, finde ich. Okay, wir haben sogar Alola-Knogger gezogen. So, wir spielen jetzt erstmal Lind. Mit Lind können wir uns einen Vulpix holen. Dann machen wir das so. N.
N ist N, kann ich eh nichts machen. Deswegen lasse ich das mit der Energie noch sein. Das machen wir gleich beim nächsten Mal. Wir haben jetzt schon mal 1, 2, 3, 4 paar Alola-Sachen sind sogar noch im Deck, in den Preiskarten, wie es aussieht. So, wir haben Netzball. Spielt der Gegner. Okay, das ist ein Gag-Abo-Deck. Oder ist es einfach nur für. Ist es ein Gewaldrum mit mächtiger Sturm? Lilly. Lilly ist gar nicht mal verkehrt für die Nachahmerin. Ich hoffe mal, er spielt nicht zu viel. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Freunde finden. Das heißt, er kann ein Pokémon. Das heißt, er kriegt nochmal eine Karte auf der Hand. Das heißt, Nachahmerin ist jetzt mega gut. Wir haben eine mega gute Starthand. Das habe ich seit langem nicht mehr. Sonnenmut. Das ist doch echt unglaublich, aber wahr. Okay. Wir machen Folgendes. Wir machen einmal das. Das reicht auf jeden Fall jetzt schon mal aus. Spielen die Energie, spielen tatsächlich den Hyperball und werfen die beiden ab und holen uns, würde ich mal sagen, Chemiekraft, um einfach mal sein Ditto außer Gefecht zu setzen. So. Und dann spielen wir Nachahmerin und vielen Dank für die wunderschönen vielen Karten. Bekommen Plätscherhügel und ich würde sagen, da wir sogar noch Schwäche mit Schwäche haben, holen wir uns noch einen Torgasso für das nächste Alola und schmeißen einen wunderschönen Alola Club mit 200 Damage in die Fresse. Okay. Er kann es, glaube ich, nicht mehr entwickeln. Und wir haben Bromley. Was mir natürlich fehlt, ist, dass wir Tausch haben, ne? Das heißt, dass die Kombi gibt es nicht. So, ich muss jetzt überlegen, was machen wir als nächstes? Ich lege jetzt erstmal Energie an das Tragosso. Es ist wahrscheinlich doch ein Ding ins Pokémon, ein Gewaltroh-Deck. Ansonsten könnte ich mir gar nicht vorstellen, was für ein Psycho. Vielleicht Capofalla. Es könnte Capofalla drin sein. Okay, es ist auf jeden Fall. Wir spielen gleich Richter, um ihn einfach zu ärgern. Es ist Gewaldro GX sogar. Okay, wir machen einmal das. Das. Und um ihn einfach zu ärgern, bringt mir zwar nichts, weil wir das Reptile nicht besiegen können. Aber wir können einfach mal seine Handkarten dezimieren. Machen das. So, ziehen noch eine Karte. Wir bekommen das und ich würde sagen, wir schmeißen nochmal Alola Club rein. Wir machen 100 Damage. Bekommen ein Tragosso. So, Reptane. Walbrand bringt dir eigentlich nichts. Jetzt ist die Frage, was machst du? Wirst du so. Du kannst natürlich nochmal Sonnenmut einsetzen für das nächste Reptane und das Reptane wieder Sonnenmut für das nächste Reptane. Und das wäre natürlich die optionale, das wäre dann natürlich das Optimale, was er machen kann. Und das wird er wahrscheinlich auch tun. Er hat sogar noch Gewaldrohr auf der Hand gehabt. Ich würde an seiner Stelle noch einen Reptane holen. Tut er auch. Jetzt kann er aktuell überlegen, was er jetzt noch holen will. So, Blätterwirbel reicht sogar aus.
Er hat sogar noch eine Zündchen auf der Hand. Wow. Das heißt, er wird auf jeden Fall Aloha Knogger besiegen. Das heißt, ich brauche eine Energie. Ich brauche auf jeden Fall eine Energie. Ich kann nirgendwo mit zurückziehen, deswegen, weil gehen wir jetzt mit Dragosso rein. Okay, wir bekommen das. Ich ziehe jetzt erstmal eine Karte. Convulnona. Das ist jetzt nicht das, was ich haben möchte. Ich würde sogar sagen, Aloha Slimog brauchen wir nicht. Ich schmeiße einfach mal Cynthia und hoffe, dass ich die zwei Karten kriege, die ich brauche. Okay, sehr schön. Okay. Kriege sogar noch einen Aloha-Dude und sage Aloha Club. One-Shot-KO mit 300 Damage. So, das nächste Problem ist, wir müssen wohl nur noch, ne? Er kann dementsprechend natürlich, ja, er wird auf jeden Fall Aloha Knogger erledigen können. Ich muss jetzt leider dezimieren. Das heißt, eigentlich kann ich Slimog weglegen, weil ihm bringt das herzlich wenig. So, das heißt, wir brauchen eigentlich nur ein bisschen Glück. Lilly. Es ist die Frage, wir werden. Ich werde es. Nee, ich kann es ja aktuell noch nicht so machen, wie ich das mir vorstelle. Ich brauche auf jeden Fall Doppelfarblose. Wir werden Slimog jetzt tatsächlich opfern müssen. Aber das ist eigentlich okay für uns, ne? Das ist alles noch okay für uns. Ist noch nichts verloren. Mit den nächsten. Obwohl, warte mal. Ja doch, wir müssen ein weiteres Alola wegschmeißen. Wir werden jetzt. Oh, okay, wir haben das. Wir haben das. Okay, wir haben das. Perfekt. Das wäre es gut, wenn wir noch eine Energie ziehen. Perfekt. Wir legen. Er könnte Richter spielen. Er könnte auch das Dragosso erledigen. Deswegen lassen wir es erstmal. So, haben wir vielleicht noch irgendwie das? Ich mache erstmal nichts. Entweder fällt er darauf rein oder. Er ist schlau. Ich hoffe mal, er fällt drauf rein, dass er Aloha Slimog einfach mal KO't. Er geht aber auf Dragosso. Ja, okay, er geht auf Dragosso. Genau das habe ich nämlich, genau das habe ich gedacht, dass er auf Dragosso geht. Deswegen habe ich es nicht getan. So, wir ziehen jetzt einfach mal eine Karte. Bekommen Hyperball. Wie viel Dragosso habe ich schon weg? Drei. Habe ich noch eins? Ja. Bromley hätte ich auch schon gerne mal auf der Hand. Ist die Frage, macht er nochmal Bromley? Das ist die Frage. Das ist wirklich die Frage. Ich brauche eigentlich Walband und Bromley, ne? Reicht oder reicht die Schwäche eigentlich aus? Wir haben gerade 300 gemacht mit Walband, ne? Das sollte eigentlich. Das heißt, sind 60, wir sind 100. Sind drei, doch, das reicht aus. Okay. Cynthia. Wir brauchen eigentlich jetzt Bromley.
Wir brauchen Bromley. Ohne irgendwie nachzudenken. Wir brauchen Bromley. Damit wir Gewaldro one-shotten können. Slimog wird es nicht überleben. Das mächtiger Sturm. Slimog überlebt es. Okay. Wenn wir jetzt kein Bromley ziehen. Aber wir haben aber noch eine Chance. Wir haben ja noch hoffentlich noch ein Alola Sandama. Haben wir noch ein Alola Sandama? Ja, haben wir. Und Kollege, dich brauche ich jetzt. Das ist nicht meine letzte Chance, aber es ist die Chance, um zu gewinnen. Ich brauche jetzt, wir machen das jetzt einfach schon mal. Schneescharrer. Und bekommen Schreien. Ja, okay. Es ist nicht das, was ich haben wollte. Es ist definitiv nicht das, was ich haben wollte. Ah, zwei Karten gezogen und kein Bromley. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich brauche einen Bromley, um das Matchup zu gewinnen. Jetzt ist halt die Frage, was hat er in den fünf Karten? Hat er noch einen Bromley? Wenn ja, dann ist es aus für uns. Oder ich ziehe gleich noch ein Bromley. Es ist aus für uns. Alles klar. Gut gespielt. Ja, ich nehme jetzt die klare Barriere, aber ich werde jetzt noch nicht aufgeben. Weil die Möglichkeit noch besteht, noch zu gewinnen. Habe ich überhaupt noch ein Wahlband? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube alle. Ja, wir haben zwei Wahlbänder weg. Das heißt, ich kann auch noch 80 Schaden machen. Das heißt, er muss ausswitchen. Und das kann er ja, weil die Rückkosten sind. Ist nur eine. Wir können ihn nicht festhalten. Ja, das war's. Ich kann nichts mehr aufbauen. Bromley kam leider nicht zur richtigen Zeit. Puh. Rettungstrager. Okay. Wir brauchen Bromley und wir können noch gewinnen. Noch haben wir nicht verloren. Noch, okay. Noch ein kleines Hoffnungsschimmer habe ich. Wahlband. Cynthia. Das heißt, ich brauche eigentlich Energie. Bromley. Und die beiden Sachen zu bekommen. Okay. Er switcht nicht aus. Energie habe ich. Was? Warum? Okay. Rettungstrager. Limbo Limbo. Also Knogger.
Jetzt gucken wir einfach mal. Obwohl, das heißt, das war's schon, ne? Ja. Ja. Gut gespielt. Wir ziehen zurück. Ich habe keine Ahnung, warum er das nicht getan hat. Warum auch immer hat er das nicht getan, das war sein Aus. Er hätte locker gewinnen können. Aber er hat angegriffen. Das war sein Fehler. Natürlich. Ha, okay. Wow. Echt gut. Echt gut. Also das Deck gefällt mir. Also das Deck, das Aloha Club Deck gefällt mir besser als das, was ich damals gemacht habe. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Ob das noch in den alten Staffeln war. Oder jetzt in der Neuvariation mit den ganzen Standardfolgen und erweiterten Folgen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich ja auch schon mal ein Deck gebaut, aber es lief nicht. Wir machen noch ein Match. Dann haben wir drei und haben zwei davon schon mal gewonnen. Eine sehr gute Bilanz und jo, okay. Es ist sehr, sehr gut. Man muss sagen. Man muss ganz komplett anders denken, aber ich glaube, ich habe es souverän gemacht. Kann man nicht anders sagen. Also, welche Folge ich noch am Herzen legen kann, ist tatsächlich die Golgantes-Folge. Also, Golgantes hat sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen von euch. Das sehe ich an den Aufrufzahlen, denn nur weil es Golgantes ist im Deck, also ich kann es euch nur sagen, guckt euch die Folge an. Ihr werdet wahrscheinlich genauso erstaunt sein wie ich. Oh, okay. Ein Nirgendwo-Deck mit Schrein ist okay. Möchte ich ja auch noch bauen, aber mir fehlen einfach Karten. Marshadow. Aber Marshadow bringt. Ja, okay, doch, Marshadow bringt hier was. Natürlich, er kann ja mit NATO was anstellen. So, ja, ich mache es jetzt einfach mal. Wir schmeißen schon mal Vulpix. Das Problem ist, Chemiekraft bringt mir hier nichts, deswegen gehen wir auf den Sandan. Nehmen Knörger und machen nichts mehr. Cynthia spiele ich in der nächsten Runde. Dann hoffe ich, dass wir noch einen Doppelfarblos ziehen und dann ist NATO down. So einfach. Ist egal, ob jetzt das Tragosto down ist. Wir haben ja noch ein zweites. Aber wir überleben sogar noch. So, ich würde sagen, wir holen uns noch ein Sander. Machen das einmal. Holen uns ein Sandama. So. Gucken, was wir ziehen. Vielleicht eine Doppelfarblose. Nicht ganz, aber okay, so. Ich entwickle trotzdem schon mal und hoffe mit Cynthia eine Doppelfarblose. Leider nicht, deswegen machen wir jetzt einfach mal das. Und ja, komm, ich spiele jetzt einfach mal hier noch ein Wahlband. Limbo Limbo. Und rüste das andere Knogger damit aus. Ich kann es auf das eigene Knogger machen, aber es könnte vielleicht jetzt gleich schon besiegt werden. Deswegen nehme ich mal ein frisches. Genau, da haben wir schon mal wieder zwei Karten. Aber ein. Ja, mach du mal mit deinem Schrein. Das reicht noch nicht aus. Okay, bekommen Doppelfarblose. Willkommen, Cynthia. Ich würde sagen,
ich mache es schon mal. Ich muss jetzt eine Cynthia weg und hole mir einfach noch mal ein Schneescharrer. So, spielen Cynthia aus. Spielen Schneescharrer. Bekommen Doppelfarblose und hauen jetzt erstmal das NATO um. So. Mit 100 Damage und der Typ hat einfach keine Karten. Schmiedkraft bringt mir eigentlich nichts mehr. Und ich glaube, er hat eigentlich so gut wie verloren. Boah, selbst das wird ihm jetzt nicht helfen. Nö. Das wird. Der fällt dir jetzt gerade der Card Draw und du kannst zwar jetzt. Das bringt mir halt. Ja, das kannst du gerne machen, aber das bringt dir herzlich wenig. Ja, Papunga. Du hast keine Karten, du kannst nichts ziehen und Papunga ist jetzt gleich down. Ist zwar keine Schwäche, aber ist ja egal. So, ich würde sagen, wir holen uns das nächste Dragosso und rüsten mal das Vulpix aus. Nochmal ein Schneescharrer. Okay. Nochmal ein Schneescharrer. Okay, wir haben Energie gezogen. Aloha Club. 100 Damage. Joa. Ich glaube, das sieht gut aus für uns. Er braucht eine Energie, er braucht einen Card Draw. Und damit haben wir automatisch gewonnen. Das ist das Risiko an diesem Papunga-Deck. Es kann strong sein, definitiv. Aber es hat eine große Schwäche, da man Pokémon aus den Nirgendwo nicht mehr rausholen kann. Ich hoffe mal, mit der Tech-Team-Erweiterung gibt es mal eine Trainerkarte oder eine Itemkarte, wo man auch aus Nirgendwo die Karten wieder rausziehen kann. Weil das ist das Problem. Wenn man kein Pokémon mehr hat, dann war es das. Das heißt, man muss Natu nehmen oder halt mal Shadow dementsprechend, um da zu bleiben. Ne? Es ist keine schlechte Idee. Also ein NATO muss auf jeden Fall auf dem Friedhof. Das ist es. Mal schauen. Aber wir haben drei Siege errungen. Wow. Und das sogar noch gegen sehr, sehr starke Decks, muss man sagen. Ne? Wir hatten hier gegen Knackrack Glukarungs behaupten können, weil wir da einfach Glück hatten. Der Gegner hat frühzeitig aufgegeben. Wir hatten jetzt gegen Gewaltro GX ziemlich gute Karten, weil wir Schwäche hatten. Und der Gegner hatte le letztendlich am. Ein Fehler gemacht und damit haben wir oder hatten wir oder ich Glück gehabt, dass wir noch mal einen aufbauen konnten und jetzt noch mal gegen ein ja starkes, aber auch gleichzeitig geschwächtes Papunga Nirgendwo Deck. Ich muss sagen, Resümee, das Deck hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ihr könnt gerne eine positive Bewertung da lassen. Kommentare sehe ich sehr, sehr gern. Wenn ihr ihm gesagt, oh ja, spiel mal bitte das Deck, dann lasst es mich wissen. Und was ich noch gar nicht gezeigt habe, ist, wie man das Deck quasi kopiert. Und zwar geht ihr halt dementsprechend auf das Deck. Und dann gibt es hier dieses Icon. Hoffentlich kann man das irgendwie lesen. Das nennt sich Deckliste wurde auf das Clipboard kopiert. So, damit könnt ihr dann quasi irgendein Chat reingehen, dann einfach Steuerung V drücken und dann wird das automatisch eingesetzt. Aber leider geht es nicht andersrum. Das heißt, es gibt keinen Code, was ich mir rausnehmen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel Deck erstelle, dann gibt es hier zum Beispiel importieren. Eine Deckliste importieren, die du auf dein Clipboard kopiert hast. Ich finde das schade, dass das nicht geht. Dass wir jetzt einen Code, wenn wir jetzt auf Importieren gehen, dass man einfach einen Code eingibt oder den Code eingibt und dann die Deckliste importieren kann. Das hätten sie auf jeden Fall so machen können. Dementsprechend könnt ihr mir auch so eine Deckliste geben, dann braucht ihr nicht selber schreiben.
natürlich zu 1 zu 1 bauen kann, kann ich nicht sagen, aber ich gebe mir die größte Mühe. Wer natürlich Interesse hat, kann es gerne so machen. Am besten wäre es mit einem Hashtag Deckliste. Falls doch da einige kommen so, werden, ja. Ihr könnt mich auch gerne mit Booster unterstützen, damit ich auch mal ein paar Openings machen kann. Naja, wenn ihr Bock drauf habt, hab ich auch Bock drauf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mal gucken, wann das sein wird. Also, bis dann.